Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich will jetzt nur auf das eingehen, was der Herr Tull am Anfang gesagt hat. Herr Tull, ist es immer, also ich habe, wenn man mich kritisiert, das macht mir nichts aus, glauben Sie mir das wirklich. Aber ich finde es sehr gefährlich, wenn man jemand, der sich in einer Sache einigermaßen auskennt, wenn man den belehren will. So, deshalb werde ich Ihnen jetzt nur damit. Ich hab Ihnen doch nicht dazwischen geredet. Hören Sie doch noch mal zu. Lernen Sie doch mal etwas. Lernen, ja. Hier kann der Herr Tull kann hier auch mal was lernen. So, die Ausbildung zum Förderschullehrer, die ist nicht in Granit gemeißelt. Da haben wir allein im Saarland schon mindestens drei Arten von Ausbildung gehabt. Und zwar zuerst einmal, als das Schulsystem aufgebaut wurde, sind Lehrer beurlaubt worden. Die waren, das ist schon länger her. Ich bin ja noch gar nicht fertig. So, die Lehrer sind beurlaubt worden und haben vier Semester zuerst in Stuttgart studiert und später in Mainz studiert. So, das war eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, das war die, dass man dann gesagt hat, wir brauchen so und so viel Förderschullehrer, wir machen ein grundständiges Studium. Das heißt, die Lehrpersonen, die sind nicht mehr in den Schuldienst gekommen und haben dann studiert, sondern die haben an der Uni fertig studiert und sind dann an die Schulen gekommen. Und die dritte Art von Ausbildung, ob es die heute noch gibt, weiß ich nicht, das war die, dass Leute, und das ist ja auch wenig bekannt, an Schulen, an Förderschulen sind immer noch Leute, die die Ausbildung für Förderschulen überhaupt nicht haben. Und am Anfang war das eine große Anzahl. Es waren oft die Hälfte aller Lehrer an Förderschulen. So, und für diese Lehrer, und ich habe da auch immer dafür geworben, dass die diese Ausbildung nachmachen, war eine Ausbildung organisiert in Landau, wo die also dann mit ihrer Diensttätigkeit, die sind einen Tag in der Woche sind die nach Landau gefahren und haben halt eben mittags und abends gearbeitet für ihr Studium, neben ihrer Berufstätigkeit noch studieren konnten. Also mindestens diese drei Möglichkeiten gibt es. Und auszudenken sind sich noch andere. Und Deutschland hat 16 Länder. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass es in dem einen oder anderen Land auch noch unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Also so, wie Sie das darstellen, ist das absolut nicht.